Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich freue mich so sehr, mich mit euch auszutauschen und Zeit mit euch zu verbringen. Ich habe das Gefühl, ich war eine Ewigkeit nicht mehr live hier auf Instagram, ehrlich gesagt. Es fühlt sich gerade so ganz aufregend an. Also schön für alle, die da sind. Ich freue mich riesig. Schreibt mir gerne einmal in den Chat, wie es dir geht. Ich hole euch mal ein bisschen näher hier ran. Schreibt mir gerne in den Chat, wie es dir geht, wie dein Tag so war. Ich bin gerade noch ein bisschen außer Atem. Ich war nämlich gerade mit Carlo noch auf dem Spielplatz und Carlo ist jetzt immer noch mit Paul auf dem Spielplatz, aber ich bin gerade ganz schnell zurückgelaufen, damit ich hier einigermaßen pünktlich mit unserem Livestream anfange. Also sorry für die Verspätung und ja, schön, dass ihr jetzt da seid. Liebe Grüße aus Wien, ganz liebe Grüße zurück. Wunderschön. Ich muss ganz kurz mal einen Schluck trinken und dann legen wir los. Okay. Ich hätte mir natürlich auch noch ein Glas holen können. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Hallo aus Kärnten. Hallo, hallo. Okay, also. Ich bin heute hier. Ist die Verbindung nicht so gut? Weiß ich nicht, ist die Verbindung nicht so gut? Also bei mir ist die Verbindung, glaube ich, gut. Ist die Verbindung, warum? eigentlich bin ich hier in einem Top-Internet. Also eigentlich sollte die Verbindung gut sein. Ihr könnt mir aber ganz kurz mal eine Sekunde geben. Ich bin sofort wieder da. Okay, jetzt bin ich wieder da. Also ich bin hier in meinem WLAN. Also ich hoffe, es geht einigermaßen gut. Okay, doch, ist gut. Okay, alles klar. Genau. Also ich bin heute hier mit euch, weil ich gerne Fragen beantworten möchte, die reingekommen sind, die ihr mir gestellt habt zu Löwenherz, zum Thema Vergebung. Und Thomas hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas. So schön, dass du geboren worden bist. Herzlichen Glückwunsch. Mega cool. Okay, schön. Genau, und ich würde gerne heute einfach Fragen beantworten zu Löwenherz, zum Thema Vergebung und mich einfach mit euch ein bisschen austauschen. Ich gucke mal ganz kurz, was ihr hier... Achso, ach cool, ihr schickt auch schon Live-Anfragen, um hier reinzukommen. Ich werde bestimmt auch noch jemanden reinholen, aber einen Moment, ich wollte erstmal ein paar Fragen beantworten. Ich starte jetzt einfach direkt los hier. Was war das Größte, was du jemals vergeben hast? Boah, bei mir ist es ja so viel vergeben. Was war das Größte, was ich jemals vergeben habe? Also ich glaube einmal mir selbst ein paar Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, wo es wirklich mir auch schwer gefallen ist, mir das zu vergeben, weil es ja, weil manchmal fühlen sich die Dinge dann irgendwie so schwer an und irgendwie hat man das Gefühl, man hat irgendwie kein Recht, sich selbst zu vergeben, weil wenn man sich selbst vergeben würde, dann wäre es ja irgendwie so, als wäre es nicht schlimm gewesen, was natürlich totaler Quatsch ist. Da habe ich auch in meinem Webinar super lange drüber gesprochen, dass es auch bei Selbstvergebung darum geht, dass du dir vergibst und in dem Moment, wenn du dir vergibst, dass du anerkennst, okay, das, was ich getan habe, war nicht richtig und das war auch nicht gut und ich habe damit vielleicht auch einen anderen Menschen verletzt, vielleicht habe ich sogar mich selber damit verletzt, aber ich steige jetzt aus diesem Zirkel, aus diesem Kreislauf, aus diesem ewigen Kreislauf von verletzte Menschen verletzen Menschen. Denn auch solange du dir selber einen Vorwurf machst, bist du ja noch verletzt, solange hast du dich nicht geheilt, solange hast du noch diese offene Wunde, die du mit dir herumträgst. Und jedes Mal, wenn dich jemand auf diese offene Wunde anspricht, ja, im Sinne von irgendwas sagt, was diese offene Wunde irgendwie antriggert, in dem Moment schießt du ja zurück, weil du diese Wunde beschützen musst, weil sie noch nicht geheilt ist, weil du Angst hast, dass jemand diese Wunde im übertragenen Sinne, diese emotionale Wunde anfasst. Und für mich war es dann erstmal so der erste Prozess zu verstehen, welche Freiheit da drin liegt, mir selbst zu vergeben. Also welches Geschenk das ist, mir selbst zu vergeben. Also überhaupt erstmal den Gewinn von Selbstvergebung zu erkennen und auch zu verstehen, wie hoch der Preis ist, wenn man sich selber nicht vergibt. Und zwar, dass der Preis dann ist, dass du eben deine ganze Lebensqualität einfach weggibst, weil du immer quasi irgendwie diesen Rucksack mit diesen Steinen mit dir rumträgst, anstatt das einfach loszulassen und es gehen zu lassen.
das war so das eine, was für mich super wichtig war in diesem Vergebungsprozess. Und als ich das dann für mich verstanden habe, wie befreiend und wie wertvoll das ist. Und nur weil ich mir selber vergebe, heißt das nicht, dass ich das, was ich getan habe, schönrede oder dass ich mich davon freispreche, dass das irgendwie nicht gut war. Sondern das ist das Coole in Vergebung, dass du hinschaust und auch wirklich guckst, okay, warum habe ich das überhaupt gemacht? Also auch selber anerkennst, sozusagen die eigene Verantwortung anerkennst. Und in dem Moment, wenn du aber auch die eigene Verantwortung anerkennst, kannst du es halt ändern. Dann steigst du daraus aus und du lernst plötzlich was draus. Und du, also als Beispiel, eine Sache, die für mich super wichtig war, mir selbst zu vergeben, war Folgendes, dass ich lange Zeit in meinem Leben, bis ich Paul getroffen habe tatsächlich, und Paul habe ich eigentlich auch nur treffen können, weil ich in diese Vergebungsarbeit gegangen bin. Aber das ist gleich nochmal was anderes, was ich erzählen werde. Was ich mir lernen musste zu vergeben, war, dass ich mein Leben lang, also ab dem Moment, wo ich wahrscheinlich irgendwie 15 oder 16 war, habe ich angefangen, in Männern irgendwie immer diese Liebe zu suchen, die ich mir selber so gewünscht habe und die ich mir selber nicht geben konnte. Weil ich eben einfach so weit auch von mir entfernt war. Das heißt, ich habe mich dann immer in Männer verliebt und das ist auch so ein spannendes Thema, da habe ich in der letzten Zeit so oft drüber nachgedacht. Ich habe mich in Männer verliebt, in Anführungsstrichen, wo ich wusste, dass es unglaublich schwierig wäre, sie zu bekommen, ja, also dass sie sich auch in mich verlieben. Und habe das aber aus dem einen Grund gemacht, weil ich dann dachte, wenn er sich dann für mich entscheidet, dann ist das ja die ultimative Bestätigung darin, dass ich liebenswert bin, was natürlich totaler Quatsch ist. Das heißt, ich war in Wirklichkeit nie in diesen Mann verliebt, in keinen von diesen Männern, sondern ich war verliebt in den Gedanken, dass wenn diese Person sich in mich zurückverliebt, dass ich dann liebenswert bin. Und das ist natürlich, dieses Verhalten ist daraus geboren worden, dass ich eben innerlich so im Mangel war, dass ich so im Mangel war von diesem Gefühl, nicht liebenswert genug zu sein und dadurch in so eine, innere Abhängigkeit gekommen bin. Und das war für mich so eine, und das habe ich erst erkannt, als ich angefangen habe, in die Selbstvergebung zu gehen. Als ich erkannt habe, weil irgendwann habe ich mich gefragt, okay, warum bin ich eigentlich immer in so katastrophalen Beziehungen oder warum enden eigentlich alle meine Beziehungen immer in einem Drama oder warum ist der Typ, der Mann in dem Fall, dann doch plötzlich nicht mehr interessant für mich. Sowas dann manchmal auch. Ne? In dem Moment, wenn er sich plötzlich für mich interessiert hat, war ich dann so, ach nee, jetzt interessierst du mich eigentlich plötzlich nicht mehr. Warum? Weil ich dann plötzlich Angst davor hatte, wirklich geliebt zu werden, weil ich es mir ja gar nicht vorstellen konnte, wirklich geliebt zu werden, weil ich mich selber nicht geliebt habe. Das heißt, ich war in so einem kompletten Strudel und habe dadurch natürlich Männer verletzt, weil ich einfach, und das ist wirklich schlimm, das dann auch anzuerkennen, aber es ist wichtig, das anzuerkennen, ich quasi Männer eigentlich damals nur benutzt habe, um etwas bestätigt zu bekommen, wo ich Angst vor hatte, dass ich es nicht bin, nämlich dass ich Angst davor hatte, nicht liebenswert zu sein. Und das war für mich so wertvoll, das zu erkennen. Zum einen zu erkennen, ich war nie wirklich verliebt damals. Ich war nie wirklich verliebt, sondern ich war abhängig von der Bestätigung von Männern, worüber ich mich definiert habe. Ein riesen Gamechanger für mich, das damals zu erkennen. Und das war alles, bevor ich angefangen habe mit meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung und mit meinem eigenen spirituellen Weg und mit meiner eigenen Heilung. Das war so komplett das Muster, was ich gefahren bin. Und das Spannende war aber, dass ich das natürlich total unbewusst gemacht habe. Ich bin ja nicht, ich habe immer gedacht, ich bin wirklich in den verliebt und war wirklich dann auch so richtig, ich habe meinen ganzen Tag dann davon abhängig gemacht, ob er mir schreibt, ob er sich zurückmeldet, ob er sich für mich interessiert. Habe meinen ganzen Wert davon abhängig gemacht. Und das war sowas, als ich das verstanden habe und als ich da in meine eigene Heilung gegangen bin und als ich angefangen habe, mich wirklich, mir da das kleine Mädchen in mir anzugucken, was eigentlich so, sich einfach nur so sehr danach gesehnt hat, dass ihr jemand wirklich sagt, ich liebe dich und es ist gut, dass du da bist und ich beschütze dich. Und gleichzeitig hatte ich so eine Angst davor, dass das jemand tatsächlich macht, weil ich überhaupt nicht damit umgehen konnte.
Und immer, wenn es dann ernst wurde, bin ich weggerannt. Also super, super bescheuert auch einfach. Jetzt objektiv von der heutigen Perspektive aus betrachtet, aber auf der anderen Seite auch so logisch, ja. Und ich beobachte das auch heute immer wieder bei so vielen Frauen und aber auch Männern, also es geht ja auch von beiden Seiten, dass man sich gegenseitig benutzt, um irgendetwas aufzufüllen in sich, was eigentlich gar nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern was es aufzufüllen gilt durch sich selbst. So. Und dann war es bei mir so, als ich angefangen habe, in meine eigene spirituelle Weiterentwicklung zu gehen, als ich angefangen habe, mit Vergebung zu arbeiten, als ich angefangen habe, und das waren halt die beiden Game Changer für mich, als ich angefangen habe, meine Beziehung zu meiner Mutter und zu meinem Vater zu heilen, im Sinne von, welche Vorwürfe habe ich eigentlich noch an meine Mutter, welche Vorwürfe habe ich an meinen Vater, wo habe ich mich da nicht geliebt gefühlt, wo habe ich mich da nicht gesehen gefühlt, wo, und das ist ja das Spannende, unsere Partner heute sind ja eigentlich einfach nur wie Stellvertreter für die Liebe, die wir uns eigentlich häufig ersehnt haben von unseren Eltern. Und als ich das alles für mich verstanden habe, war das so klick, 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 klick. Und dann und das war so eins der größten Dinge, die ich lernen durfte, mir selber zu vergeben. Zu sehen, was ich da gemacht habe. Zu sehen, wie viel Leid ich mir selber dadurch zugefügt habe. Zu sehen, wie viel Leid ich anderen dadurch zugefügt habe, weil ich eben nie wirklich, mich hat der andere Mensch nie wirklich interessiert. Sondern was mich interessiert hat, ist das, was ich von den Menschen bekommen kann. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, da hinzuschauen und mir das zu vergeben. Und jetzt kommt eben das Spannende. Als ich angefangen habe, mir das zu vergeben und als ich angefangen habe, dieses Muster für mich zu erkennen und auch zu verstehen, das, was ich dachte, was Liebe ist, das, was ich dachte, was ist, wenn ich verliebt bin, war einfach nur wie so ein... Wie soll ich sagen? Ich versuche gerade da mal ein gutes Bild zu schaffen. War eigentlich einfach nur ein Schrei oder ein Ruf nach Liebe, aber es ging nie wirklich um den anderen Menschen. Und das war für mich so wichtig zu erkennen und es war für mich so wichtig, das zu vergeben. Und nur dadurch, dass ich das dann eben vergeben habe, dadurch, dass ich anfangen konnte, mein Muster zu erkennen, was ich da hatte, konnte ich überhaupt diesen Raum schaffen und konnte ich überhaupt für mich selber schauen, okay, was muss denn da erstmal vollständig sein, damit ich mich wirklich auch für eine gesunde Beziehung öffnen kann, dass ich mich überhaupt dafür öffnen kann, dass mich jemand wirklich lieben darf. Und große Überraschung, große, große Überraschung. Ich weiß, ihr wisst es, aber... Die Antwort darauf ist, du musst erstmal anfangen, dich selber zu lieben. Und das war damals so, das war dann so der Schritt 1. Schritt 1 war für mich zu erkennen, Laura, was machst du da eigentlich? Und lange Zeit war es halt immer so, die Männer waren natürlich schuld für mich. Ja, die Männer waren schuld. Es war dann halt immer, der Typ ist dann halt viel zu dramatisch oder was auch immer. Hier, ist aber meine Verantwortung. Ich habe quasi durch meine Muster, durch meine Überzeugung, habe ich Männer in mein Leben geholt, die mir einfach nur das wiedergespiegelt haben, was ich über mich selber gedacht habe, nämlich nicht liebenswert zu sein. Und dementsprechend haben die mich dann auch behandelt. Und das ist auch in dem Sinne kein Wunder, weil es wirklich einfach, das war einfach nur der Spiegel meiner unbewussten Welt, meiner inneren Überzeugung. Das heißt, Schritt 1 war, für mich anzuerkennen, okay, ich überlege jetzt ganz kurz mal, was könnte das, was jetzt gerade in meinem Leben ist, mit mir zu tun haben? Ja, warum ist es so? Warum ist es so? Das war der erste Schritt. Und das ist manchmal wie eine Ohrfeige. Das ist so richtig, wo du denkst so dusch und dann denkst du dir so, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich da? Und dann war der zweite, also der erste Schritt ist wirklich anzuerkennen, was du gerade machst und anzuerkennen, dass das, was du machst und die Ergebnisse, die du hast, bei mir in dem Fall eben auf Beziehungsebene, dass die was mit mir zu tun hatten, dass das auch kein Zufall ist, sondern dass es was mit mir zu tun hat und ein Spiegel ist von meiner inneren Welt. So, das war Step 1. Step 2 war dann, mir zu vergeben, dass das überhaupt nicht schlimm ist und dass es in Ordnung ist und dass das zu meiner Reise gehört, aber solange ich mir nicht vergeben hätte, solange ich mir das jetzt heute noch vor... du merkst es, heute kann ich darüber lachen. Heute finde ich das süß. Das war halt so weich. Halt, du bist doch auch total in Ordnung. Ich wusste es ja nicht besser. So, und das Spannende ist jetzt, dass diese Vergebung dann, diese Selbstvergebung für mich,
dazu geführt hat, dass ich meine Wunde sehen konnte, dass ich meine eigene Verletzlichkeit sehen konnte, dass ich sozusagen diese Vergebung hat diesen Schleier geliftet von der Angst davor anzugucken, wo ich verletzt bin. Da hat die Vergebung mir geholfen, einfach hingucken zu dürfen, wie auf so einen neutralen Boden und hinzuschauen und zu sehen, ja stimmt, da ist einfach mein Herz irgendwie noch gebrochen und da habe ich einfach so Angst, Liebe in mein Leben zu lassen. Und das war für mich so heilsam. Und dann kam halt im nächsten Schritt die Arbeit an mir selbst, die ganze Heilungsarbeit, Arbeit mit meinem inneren Kind, Familienaufstellung, die ich gemacht habe. Und nach und nach auch über Meditation mein Nervensystem mal runterzufahren und zu entspannen. Dann sozusagen nicht nur mir zu vergeben, sondern dann kamen die nächsten Schritte, meiner Mutter zu vergeben, meinem Vater zu vergeben, bestimmte Konflikte, die ich mit meinen Geschwistern hatte, zu vergeben, Dinge zu vergeben, die über Generationen hinweg in meiner Familie weitergegeben worden sind, all diese Dinge. Und das war so heilsam und schön für mich. Ja, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich glaube, es war wichtig, das einmal so zu beschreiben, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, denen es ähnlich geht und dass es auch viele Frauen gibt vor allen Dingen, die in Männern so diese ultimative Bestätigung für ihren Wert sehen. Und ich glaube, das ist halt sehr gefährlich, weil dann ist eine Beziehung immer ein Tausch und eine Bedingung anstatt eine Begegnung. Und das ist, glaube ich, so elementar wichtig, weil, und das war das, was ich vorhin meinte, nur dadurch, dass ich das gemacht habe, nur dadurch, dass ich in diese Vergebung gegangen bin, mir selbst gegenüber, dadurch, dass ich meine Muster erkannt habe, konnte Paul überhaupt in mein Leben kommen, weil Paul sozusagen, der hätte dieses Spiel gar nicht mitgespielt. Der hätte da gar keinen Bock drauf gehabt, auf so jemanden wie mich, wie ich damals war. Der hätte gesagt, komm, sieh zu, dass du Land gewinnst, habe ich gar keinen Bock drauf, irgendwie auf so ein Drama und so weiter. Und nachdem Paul und ich uns getroffen hatten, das erste Mal, ist auch noch ein Jahr vergangen, bevor wir uns das nächste Mal getroffen hatten. Und in diesem ein Jahr habe ich nochmal so viel erlebt, was nochmal für mich so wichtig war, um wirklich drauf klarzukommen, wer ich sein will in meinem Leben. Und dann haben Paul und ich uns erst wieder getroffen. Und dann konnten wir uns auch erst wirklich treffen, weil ich dann überhaupt bereit war, auch zuzulassen, seine Liebe überhaupt zuzulassen und zu erkennen. Und dass es mir nicht mehr darum ging, dass er für mich irgendwas bestätigen sollte, sondern es ging mir einfach darum, ich wollte mit ihm zusammen sein, weil ich ihn so toll finde. Und das ist eben dann etwas, eine ganz andere Basis für eine Beziehung. Und ich lade dich da auch nochmal ganz, ganz herzlich zu ein, für dich selber zu reflektieren und zu schauen, wenn du vielleicht gerade auch an so einem Punkt stehst in deinem Leben, wo du denkst, du bist irgendwie total in jemanden verliebt und von der anderen Seite kommt aber irgendwie nicht so viel zurück, dass du dich fragst, bist du wirklich verliebt? Bist du wirklich in den anderen verliebt? Oder geht es dir bei diesem Verliebtsein eigentlich nur darum, dass du denkst unbewusst, dass wenn die andere Person dich dann endlich zurückliebt, dass das dann der ultimative Beweis dafür ist, wie liebenswert du bist? Und dann lass diesen Teil einfach weg. Und gib dir diese Liebe selbst. Guck, wo in dir noch etwas fehlt, was du brauchst, um zu heilen, ohne diesen Teil von jemand anderen füllen zu lassen. Weil sonst bist du immer in der Abhängigkeit von dem anderen. Und der andere kann es auch nie erfüllen. Das ist halt das, was die meisten nicht verstehen. Niemand kann dich mehr lieben, als du dich selbst liebst. Niemand. Weil du nur so viel Liebe annehmen kannst in deinem Leben, wie du in dir selber trägst. Ja? Ansonsten ist das so, als würde die Liebe, als könntest du sie gar nicht wahrnehmen, weil du sie in dir nicht auffangen kannst, weil der Raum dafür gar nicht da ist. Und das ist, glaube ich, so wichtig, so, so wichtig, das für sich selbst zu verstehen, dass du immer nur so viel Liebe in deinem Leben wahrnehmen kannst und aufnehmen kannst, wie du dich selber liebst. Genau. Okay. Ihr seid so süß. Es freut mich so sehr, dass das gerade mit so vielen in Resonanz geht, weil ich glaube, ich habe die, ich, also was heißt, ich glaube, ich weiß, ich habe die Geschichte ja auch noch nie erzählt gehabt, aber
dieser Kurs, also Löwenherz, worum, da geht es ja einfach nur um Vergebung. Das ist ja der neue Kurs, der jetzt da ist, zu dem man sich jetzt anmelden kann. Und das sind 7 Module, wo es nur um Vergebung geht. Und dieser Kurs ist einfach das raus aus meinem Herzen entstanden. Da gab es kein Skript, da gab es gar nicht. Ich habe mich einfach nur hingesetzt und ich habe diesen Kurs aufgenommen. Genauso wie ich jetzt quasi rede. Mit Ho'oponopono, dem hawaiianischen Vergebungsritual, was ich dann noch weiterentwickelt habe, mit dem ich halt auch gearbeitet habe, mit Ho'oponopono. Das war, weil hier jetzt auch gerade kommt, wie funktioniert Vergebung? Ich arbeite bei mir mit Ho'oponopono. Und Ho'oponopono ist dieses wunderschöne hawaiianische Vergebungsritual, wo es darum geht, vor allen Dingen in erster Linie Selbstverantwortung zu übernehmen. Das ist das, worum es in allererster Linie geht, dass du dir selber, dass du selbst Verantwortung übernimmst für alle Erfahrungen, die du machst. Und in dem Moment, wenn du dich auf diesen Standpunkt stellst, dann verändert sich automatisch alles, weil du eben nicht mehr andere dafür verantwortlich machst, wie es dir geht oder was du erschaffen kannst oder was du tun kannst oder nicht tun kannst oder wie sehr du lieben kannst oder nicht, sondern diese Selbstverantwortung ist eben der Schlüssel. Und in Löwenherz, also in dem Online-Kurs, geht es eben genau darum, dass du wieder in diese hundertprozentige Selbstverantwortung kommst und in diese Reflexion gehst und in diese innere Transformation gehst, das zu heilen und das loszulassen, was dich eben noch davon abhält, wirklich wieder vollkommen in dein Herz zu gehen. Genau, so. Jetzt habe ich die Frage beantwortet. Ich werde auch nachher noch ganz viel über Löwenherz erzählen, wenn ihr möchtet, weil ganz viele Fragen dazu ja auch noch reingekommen sind. Und ich schaue jetzt einmal ganz kurz. Warte. Kann ich das hier jetzt wieder runter machen? Jetzt habe ich hier irgendwas Komisches. So, einen Moment. Ich schaue mal. Tatjana Hafes fragt, welcher Kurs hilft dabei, das Thema zu lösen? Löwenherz. Das ist das, was ich gerade meinte. Also Löwenherz ist wirklich der Kurs, der genau das zum Thema hat. Das ist ein reiner Vergebungskurs. Okay, ich erzähle einfach jetzt schon mal was von Löwenherz, weil da einfach so viele Fragen zukommen. Also Löwenherz ist mein neuer Online-Kurs und ich habe diesen Kurs auf Maui aufgenommen in Hawaii. Und es ist ein Kurs, der geht in... Ich kann euch das... Gebt mir mal ganz kurz eine Sekunde. Ich hole mal kurz meinen Laptop und zeige euch einmal kurz den Kurs. Okay, wartet eine Sekunde. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment. So. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, aber ich... Und ich werde gleich auch noch Fragen von euch beantworten, ihr Lieben. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. So. Kann ich das hier nicht in einem... wie mache ich das denn? Kann man das nicht... so geht das. Verstehe. Okay. Also. So, jetzt geht's los. So sieht Löwenherz aus, wenn man sich da, warte, wie mache ich das denn am besten? Also so sieht Löwenherz aus, wenn man sich da einloggt. Und hier kommen jetzt quasi die unterschiedlichen Module, die es gibt. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Und insgesamt gibt es 7 Module. So. Und ich erzähle euch jetzt einmal ganz kurz, was die 7 Module sind. Das erste Modul ist Selbstvergebung, weil damit einfach alles anfängt. Das zweite Modul ist die Vergebung der Mutter. Und das war für mich eben auch so ein riesen Gamechanger, weil unsere Mutter steht eben auch für das Feminine in unserem Leben, für die feminine Energie, für das Yin. Und das Spannende war bei mir in meinem Leben, dass ich sehr lange sehr, 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 sehr stark im Yang gewesen bin. Und zum Beispiel auch zwischen 12 und 16, ich bin auch rumgelaufen wie ein Junge. Ich hatte kurze Haare, ich sah aus wie ein Junge. Ich sah wirklich aus wie ein Junge. Und das Spannende war dann, dass ich erst über die Vergebung von meiner Mutter auch wieder angefangen habe, das Feminine in meinem Leben integrieren zu können und leben zu können und diese feminine weibliche Energie leben zu können, was halt mega spannend war. Und dann im dritten Modul geht es darum,
dem eigenen Vater zu vergeben. Und der eigene Vater steht für das Yang im Leben. Und wir alle, sowohl als Frau als auch als Mann, wir haben ja beide Seiten in uns. Ja, wir haben Yin und Yang in uns. Und das Yin, also das Weibliche, steht ja sehr stark fürs Loslassen, fürs Sein, fürs Entstehen lassen, fürs Fließen lassen, für alles Sensitive, für das Intuitive, für dieses auch Hilfe annehmen zum Beispiel, Vertrauen, all diese Dinge, ja, das ist sozusagen das Yin, das Feminine. Und das Maskuline, das Yang, steht ja auch sehr stark für das Beschützende, es steht für das Machen, das Tun, das Umsetzen. Und das Spannende war bei mir, dass ich weder das Yin noch das Yang im positiven Sinne in meinem Leben benutzt habe, sondern über beides auch total die Bewertung hatte, weil ich eben im Konflikt mit meinen Eltern war. Und darum geht es auch ganz, ganz stark in Löwenherz, dass du auch über die Auflösung der Konflikte mit deinen Eltern, also mit deiner Mutter und mit deinem Vater, auch da wirklich in wieder das Yin und Yang kommen kannst. Und das war in meinem Leben, es war so ein Gamechanger, vor allen Dingen, und das ist das Spannende, bei mir im finanziellen Bereich. Und dass in dem Moment, als ich das wirklich aufgelöst hatte und Yin und Yang in mir eben auch wieder beides verbunden war, hat sich das automatisch auf meine Finanzen ausgewirkt. Also super spannend, weil ich davor eben auch gar nicht mir erlaubt habe, auch da in meine Power zu kommen und mein Potenzial zu leben. Also und auch in meiner Gesundheit, beides. Super spannend, super, super spannend. Genau, das erste Modul ist Selbstvergebung, das zweite Modul ist Vergebung der eigenen Mutter, das dritte Modul ist Vergebung des eigenen Vaters, das vierte Modul ist die Vergebung von dem aktuellen Partner, der Partnerin oder Ex-Partnern. Auch sehr, sehr spannend. Das fünfte Modul ist dann die Vergebung von Freunden oder Menschen, die uns nahestehen. Das sechste Modul ist Vergebung von Fremden. Das können zum Beispiel Lehrer gewesen sein oder Menschen, die uns einfach vielleicht auch im Leben mal über den Weg gelaufen sind, zu denen wir jetzt aber nicht so eine enge Verbindung haben. Und das letzte Modul ist dann die Vergebung vom Leben. Und ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz. Wir gehen jetzt hier mal ganz kurz in das erste Modul. Und das erste Modul sieht dann so aus. Es gibt dann einmal immer eine Coaching-Session, die geht so 40 Minuten ungefähr. Da gebe ich dann immer Input. Und dann von da gehst du weiter runter. Und dann kommt immer die Meditation. Und die Meditation ist eigentlich so mit das Wichtigste vom Kurs, weil da lernst du dann Ho'oponopono in der Tiefe, in meiner eigenen weiterentwickelten Version anzuwenden. Und da kannst du dann einfach tief eintauchen und wirklich in die innere Arbeit gehen. Und dann darunter gibt es dann immer noch etwas ganz Besonderes. Und zwar gibt es in jedem Modul immer noch eine EFT-Session. EFT ist eine Tapping-Technik, die ich dir dabei bringe, wo es darum geht, dass du lernst, angestaute Emotionen aufzulösen. Also wenn zum Beispiel Wut hochkommt oder Traurigkeit hochkommt, dass du dann direkt mit diesen Emotionen arbeiten kannst. Und jedes der Module ist genauso aufgebaut. Und gerade hat jemand gefragt, wie lange dauert ein Modul ungefähr? Ein Modul dauert ungefähr, solltest du dir einplanen, so 2 Stunden plus minus. Also das erste Video sind 40 Minuten, das zweite Video mit der Meditation sind so 30 Minuten und die EFT-Session sind meistens so 10, 15 Minuten. Und dann hast du noch dein Workbook, ein wunderschönes Workbook. Ach, das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Warte mal, vielleicht habe ich das sogar hier irgendwo. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Ich zeige euch einmal noch das wunderschöne Workbook. Das ist so schön. So, einen Moment. So sieht dann das Workbook aus. Da gibt es dann alles nochmal erklärt, wie Ho'oponopono funktioniert. Wartet mal, hier kommt dann das erste Modul, wo du damit arbeiten kannst, wo nochmal ganz viele Fragen zur Selbstreflexion kommen, wo EFT nochmal genau erklärt wird, wo nochmal erklärt wird, wie es auch funktioniert, wenn du dich zum Beispiel bei irgendjemandem entschuldigen möchtest, was ja auch dazu gehört, nicht nur zu vergeben, genau. Und dann kommen die anderen Module. Das ist ein wunderschönes Workbook, das gibt es dann sozusagen auch in digitaler Version dazu. Und das Feedback ist einfach auch schon so schön zum Kurs. Und wie gesagt, das ist ein Kurs, der ist einfach sehr persönlich. Also es ist mit Abstand der persönlichste Kurs, den ich je gemacht habe. Ich erzähle sehr viel aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich erzähle sehr viel darüber, was ich vergeben habe in den jeweiligen Modulen und warum es so wichtig war, das auch zu vergeben.
Und ja, meine Vision ist für den Kurs einfach, dass er so vielen Menschen wie möglich dabei hilft, ihr Herz wieder zu öffnen. Weil das ist eben auch das Spannende. Das für mich war Vergebung einfach, also wenn ich wirklich, Vergebung ist mein Nummer eins Tool in meiner Persönlichkeitsentwicklung, weil wenn ich nur, also nur Vergebung allein hat so viel verändert, insofern, als dass ich eben meine Power wieder zu mir zurückgeholt habe. Weil solange du eben nicht vergibst, ist deine ganze Power, deine Aufmerksamkeit, all das bei der anderen Person, der du vergeben möchtest oder der du nicht vergeben möchtest, der gegen den du die Vorwürfe hast. No, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade einmal parallel die Fragen gelesen, deswegen bin ich durcheinander gekommen. So, die nächste Frage ist, wie unterscheidet sich der Teil von Vergebung in der Rusu von Löwenherz? Also, in der Rusu, in der zweiten Woche, geht es ja sehr, sehr stark auch um Vergebung, um die innere Kindheilung, um all diese Themen. Und Löwenherz ist wirklich nochmal ein Deep Dive von Modul 2. Also das ist quasi, es ist einfach nochmal viel intensiver, du gehst nochmal viel intensiver in die Vergebung rein und du gehst eben alle durch, denen du vergeben könntest. Nicht nur einer Person, so wie in der Rusu, sondern allen. Also du machst wirklich so die Komplettreinigung, sag ich mal, mit der du dann durch dein Leben gehst. Und wenn dir Modul 2 gut getan hat, dann wird dich Löwenherz nochmal, ja, wird dir einfach nochmal eine ganz andere Power zusätzlich geben. Genau. Okay, super schön. Schön. Und genau, für alle, die, was passiert mir hier denn immer? So, und für alle, die da, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich hier im komischen Filter? Ist ja witzig. Naja. So, ich glaube, jetzt haben wir's. Ich glaube, jetzt habe ich all die wichtigsten Fragen beantwortet. Genau, okay. Wie kommt man zum Kurs? Das ist auch eine gute Frage. Wie kommt man zum Kurs? Indem du einfach jetzt auf www.lauraseiler.com gehst und dann ist direkt oben ein großer Banner, wo Löwenherz draufsteht und dann kannst du da auf Anmelden klicken oder auf mehr Informationen. Dann kannst du dir alles auch nochmal ganz in Ruhe durchlesen, was es zu Löwenherz gibt. Oder du gibst ein www.lauraseiler.com/Löwenherz und dann kommst du auch direkt zu der Seite von Löwenherz und da kannst du dich einfach anmelden. Schwalbenkind fragt noch, empfiehlst du Löwenherz vor der Rusu? Das ist tatsächlich egal. Du kannst Löwenherz vor der Rusu, nach der Rusu machen, das ist ganz egal. Also das kannst du beides machen, so wie es für dich am allerbesten passt. Genau. Benötigt man besondere Technik, um an dem Kurs teilzunehmen? Nö, nicht unbedingt. Du kannst einfach, brauchst einfach nur deinen Laptop tatsächlich. Also mehr brauchst du nicht. Kannst, glaube ich, sogar auf dem Handy machen. Gihi, oh, das ist eine super Frage. Kann ich das Kommentar fixieren? So. Gihi fragt, wie kann ich mich wirklich frei fühlen, wenn andere noch so sehr unter, was war da? Noch so sehr unter meinem Fehler leiden. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? So, also eine sehr, sehr gute Frage. Und die Antwort darauf ist folgende. Inwiefern profitieren denn die anderen davon, wenn du auch noch darunter leidest? Weil das war zum Beispiel für mich eine super spannende Erfahrung im Hinblick mit meiner Mutter, wo ich mit ihr ja auch in einen sehr intensiven Vergebungsprozess gegangen bin. Und für mich war das irgendwann ganz spannend zu sehen, weil sie hatte noch Vorwürfe gegen sich selbst. Ich hatte ihr schon längst vergeben und es war auch alles easy und cool. Aber sie hatte noch Vorwürfe gegen sich selbst. Und weil sie noch Vorwürfe gegen sich selbst hatte, konnten wir auch nie wirklich in diese wirkliche Nähe kommen, weil dieser Vorwurf von ihrer Seite an sich selbst mir immer noch so das Gefühl gegeben hat, als würde noch was zwischen uns stehen. Und erst als sie sich dann wirklich vergeben hat, konnte auch wirklich erst diese Nähe wieder stattfinden. Was ich damit sagen will, ist, niemand profitiert davon, wenn du dich zusätzlich auch noch schlecht fühlst, sondern eher im Gegenteil. In dem Moment, wenn du Verantwortung übernimmst, und das ist ja das, was Vergebung auch bedeutet, in dem Moment, wenn du Verantwortung übernimmst für das, was du gemacht hast, da, wo du jemanden mit verletzt hast und dich aufrichtig entschuldigst, das lernst du ja zum Beispiel auch im Löwenherz, dich aufrichtig entschuldigst, dann hast du deinen Teil erfüllt. Ja? Und du hast dann keinen
Einfluss mehr darauf, ob der oder die andere dir vergeben will. Da hast du einfach dann kein. Das ist dann die Arbeit der anderen Person. Du kannst der Person ein Löwenherz empfehlen, um zu lernen zu vergeben oder ein Buch schenken zum Thema Vergebung, wenn du das möchtest. Aber ich glaube, es ist einfach, es ist so ein bisschen paradox zu glauben, dass es irgendwie moralisch richtiger ist, sich selbst dann auch zu geißeln und schlecht zu fühlen, weil die andere Person sich die ganze Zeit schlecht fühlt. Aber ich sag mal, für die Schwingung der Welt und für das, was wir ja gemeinsam erschaffen wollen auf dieser Welt, nämlich eine Welt von Frieden und Harmonie und Freude, macht es ein bisschen mehr Sinn zu vergeben, auch du dir selbst und das loszulassen. Und es wird auch der anderen Person wahrscheinlich leichter fallen, dir zu vergeben, wenn du dir vergeben hast. Weil die Person dann sieht, ah, okay, er oder sie geht weiter in ihrem Leben und sie hat das oder er hat das reflektiert und er sieht ein, dass. Also ich glaube, das Wichtige ist halt, damit die andere Person dir auch vergeben kann, wenn du das möchtest, das beschleunigt den Prozess meistens, ist es halt anzuerkennen, dass du da wirklich Mist gebaut hast und zu sagen, es tut mir leid, das war nicht richtig, es tut mir leid, wenn ich dir damit Schmerzen zugefügt habe, ich habe das aus den und den Gründen gemacht und ich habe das aus meiner eigenen Verletzung herausgemacht und ich möchte einfach nur wissen, dass du weißt, dass ich dafür Verantwortung übernehme, dass ich daraus gelernt habe, das nicht nochmal in meinem Leben zu tun und ich hoffe einfach sehr, dass wir uns irgendwann wieder, dass wir vielleicht gemeinsam daraus eine tiefere Freundschaft entwickeln können, als sie vielleicht vorher da war, weil wir gemeinsam durch diesen Heilungsprozess gegangen sind. Und plötzlich kann aus dieser Wunde etwas viel, viel Stärkeres, Neueres und Tieferes entstehen. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Schönes, was dann auch entstehen kann. Und dafür ist es aber wichtig, dass du quasi für dich vollständig bist mit dem, was passiert ist. Ja? Okay. Also nochmal, um das kurz zusammenzufassen. Es dient niemandem, wenn du dich selber runtermachst. Das dient halt einfach niemandem. Was aber der Welt dient, ist, wenn du für dich Verantwortung übernimmst, wenn du für deine Handlung Verantwortung übernimmst und ja, und dann Heilung halt eintreten kann. Okay. Dinigram fragt, wie gehe ich damit um, wenn meine Familie den Kurs und meine Absicht damit belächelt? Dann redest du einfach nicht darüber. Dann machst du den Kurs einfach für dich und sagst zu deiner Familie, es ist vollkommen okay, wenn ihr nicht versteht, warum ich das mache. Lasst es mich einfach machen. Ich lasse euch damit in Ruhe. Lasst ihr mich damit in Ruhe. Und wir werden einfach sehen, wohin mich das führt. Und gebt mir bitte einfach den Raum, für mich da Dinge aufarbeiten zu können. Und ich würde dann da auch gar nicht so viel drüber reden, weil ich sag mal so, Vergebungsarbeit ist wirklich nur was für die, die es wirklich wollen und für die, die wirklich Verantwortung in ihrem Leben übernehmen wollen. Und das sind die wenigsten Menschen auf dieser Welt, weil die meisten Menschen, siehe zum Beispiel unseren, na, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, also die allerwenigsten Menschen wollen auf jeden Fall Verantwortung übernehmen. Die meisten Menschen sind Meister darin, die Verantwortung an andere abzugeben, andere schlecht zu machen, Vorwürfe an andere zu machen und anstatt sich um ihr eigenes Leben zu kümmern, damit zu beschäftigen, was in ihren Augen alle anderen schlecht und falsch machen. Das ist ja auch ganz spannend, dass es ja immer wieder Menschen gibt, auch in der Presse oder auf Instagram oder so weiter, die sich einfach nur damit beschäftigen, wie sie andere runtermachen können und wie sie irgendwie Fehler bei anderen finden können und so weiter und so fort. Und das bringt halt einfach nicht so viel und niemandem was. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, wirklich in dir diese innere Heilungsarbeit zu machen, wenn du dich dafür entscheidest, vollständig zu sein, wenn du dich dafür entscheidest, Verantwortung zu übernehmen, dann gehörst du zu den 0,005% der Weltbevölkerung, die das tut. Und alle anderen müssen dich dafür ablehnen, weil wenn sie es gut finden würden, dann würde das ja bedeuten, sie müssten es auch tun. Und das wollen halt die allerwenigsten. Deswegen müssen sie natürlich sagen, oh, du bist ja komisch, dass du jetzt irgendwie so einen Kurs machst und dass du jetzt lernen möchtest zu vergeben und all diese Dinge. Das müssen sie machen, weil sie ansonsten es auch ändern müssten in ihrem Leben. Okay. Super. Abquarz, okay, warte mal. Ich hole dich mal kurz rein.
Wenn du magst, komm mal, nimm mal ab. Dann können wir hier gemeinsam darüber reden. Hi! Hallo! Na? Na? Wie geht's? Ja, ich habe gerade eine schwere Zeit tatsächlich. Okay, na dann ist es doch gut, dass wir miteinander reden. Ja, ich war gerade auch überrascht. Wie heißt du denn mit Nicht-Instagram-Namen? Anita. Annika? Ja. Schön, dich kennenzulernen. Dann erzähl mal schnell, was ist los? Also ich habe gerade tatsächlich mehrere Themen. Ich habe zum einen halt eine sehr kranke Mutter schon ganz viele Jahre und arbeite da gerade sehr viel an mir, aufzuarbeiten und zu akzeptieren, wie sie mit der Krankheit zum einen umgeht. Ja, sie ist MS-krank und es ist ein Kampf auch. Und zum anderen bin ich jetzt seit 2 Jahren in einer Beziehung und merke aber, dass es irgendwie nicht mehr weitergeht und dass wir keinen gemeinsamen Konsens halt finden. Und ja, ich meine, ich weiß schon, was der richtige Weg für mich ist, aber ich habe sehr Angst vorm Loslassen. Aber es wäre sehr wichtig, mal, dass ich in meinem Leben das erste Mal für meine Bedürfnisse einstehe. Das habe ich nämlich sehr lang weggesteckt durch die Krankheit und alles. Also ich arbeite schon ziemlich lang an mir. aber ja, das ist gerade alles so ein bisschen los. Also erstmal sehr schön, dich kennenzulernen. Und es ist, ich finde, es ist immer sehr bewundernswert und unglaublich toll, wenn Menschen sich um ihre Eltern kümmern, wenn sie krank sind. Und ich hoffe, dass du da im ersten Schritt auch einfach dich selber für anerkennst und dass das etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles ist und Schönes ist. Und gleichzeitig hast du es ja gerade auch schon angesprochen, ist die Frage, was sind deine eigenen Bedürfnisse und wie kannst du für dich da sein? Weil wenn dein eigenes Glas halt leer ist, dann kannst du halt auch niemand anderem helfen. Ja, also was brauchst du, was braucht Annika gerade am allermeisten? Ich glaube, Mut, endlich mal zu sich zu vor anderen auch zu sagen und zu äußern, dass bin. Also es hat gerade ein bisschen gehangen, aber was ich verstanden habe, war, was du gerade brauchst, ist den Mut, zu dir zu stehen und anderen zu sagen, dass du jetzt mal dran bist. Ein Moment, gib mir eine Sekunde. Jetzt verbindet sich eigentlich. Ich bin sofort wieder da. Pauls Bluetooth-Box macht hier gerade Sachen. Egal. Ich hoffe, die ist jetzt hier ruhig, sonst plappert die hier die ganze Zeit. Entschuldigung. Diese Box erzählt dann nur immer Sachen. Wie würde es denn aussehen, wenn, also angenommen, ich bin jetzt die erste Person, zu der du mal sagst, es ist jetzt Zeit für Annika, mal für sich selber einzustehen und für sich selber loszugehen. Wie würde das konkret aussehen? Was würdest du tun? Was sind die ersten Dinge, die anstehen, nur für dich? Hörst du mich noch? Bist du da? Okay, jetzt ist einmal kurz die Verbindung abgebrochen. Einen Moment, ich versuche sie mal nochmal reinzuholen. So, so, hi. Hallo? Du warst gerade einmal kurz weg, die Verbindung ist einmal Du warst abgebrochen. irgendwie mega lang weg. Also ich habe gar nichts mehr gehört, seit ich dem als letztes was gesagt habe.
Kannst du vielleicht bei dir irgendwie ins WLAN gehen oder so, dass die Internetverbindung bei dir ein bisschen besser wird? Hörst du mich? Moment, okay, gut. So, wir gucken mal, ob es jetzt gleich besser wird. Moment. Versuch gerade ein bisschen besseres Internet zu bekommen. Okay. Oh nein! So, Moment. Wir versuchen es jetzt nochmal. Okay. So, noch einmal. Wie kriege ich eigentlich diesen komischen Filter hier wieder weg? Warum funktioniert das denn jetzt hier nicht? Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. So, alle guten Dinge sind drei. So, hi! Und nochmal. Siehst du mich? Hörst du mich? Hört Ja, man jetzt mich? geht's wieder. Jetzt geht's. Okay, cool. Hattest du gehört, was ich vorher gesagt hatte? Okay, nee, die Verbindung ist leider gar nicht gut. Jetzt hört man dich gar nicht mehr. Oh nein! Wollen wir es so machen? Du schreibst mir gleich nochmal auf Instagram. Gehört, okay, seit ich ich glaube, geredet das. habe. Okay. Wenn ich mal live gehe, hole ich dich wieder rein und dann bist du irgendwo, wo du gutes WLAN hast. Wollen wir es so machen? Weil sonst, es ist schwierig gerade zu reden, weil es so dolle hakt. Ist das in Ordnung für dich? Du schreibst mir gleich Ja, und ich hole dich das danke nächste Mal schön. rein, okay? Okay. Und bis dahin erstmal alles, alles, alles Gute für dich und achte auf dich und dann sprechen wir, sobald ich das nächste Mal wieder live bin. Für dich. Ich freue mich. Danke ja, dir. Tut mir leid, dass das gerade Dank. Nicht so gut funktioniert. Sorry. Alles, alles gut. Okay. Gut, ja, schade, dass das nicht funktioniert. Aber ich hole sie dann einfach das nächste Mal wieder rein, wenn ich live komme. Okay, so. Dann machen wir einmal weiter mit Fragen, die hier reingekommen sind. Oh, das ist eine gute Frage. Was kann ich tun, wenn ich Rückfälle bei Vergebung habe? Eine super, super, super gute Frage. Und das ist auch so wichtig, da einmal drüber zu sprechen, weil Vergebung eben häufig nicht dieses eine Mal, ich vergebe jetzt und dann ist alles für immer tutti la monte und ich denke nie wieder darüber nach, sondern worum es geht, ist, dass du dich einfach für diesen Prozess auch öffnest, zu vergeben und dass du Schritt für Schritt, und manchmal sind das auch wie so, wie soll ich sagen, wie so Layers, sagt man im Englischen, wie so Ebenen, wo du Stufe für Stufe für Stufe quasi so nach oben gehst im Vergebungsprozess und nach vergibst. Und Rückfälle von Vergebungen sind eigentlich in dem Sinne etwas Gutes, weil du erkennst, okay, krass, ich bin ja jetzt schon ein Stück nach vorne gegangen und ich habe jetzt schon angefangen, Dinge aufzulösen und ein besseres Gefühl zu bekommen. Und wenn du einen Rückfall von Vergebung hast, dann machst du Ho'oponopono. Dann machst du Ho'oponopono. Dann bringst du deine Aufmerksamkeit in dein Herz, du verbindest dich mit deinem höchsten Selbst, du setzt die Intention für Heilung, du setzt die Intention für Vollständigkeit und du sprichst die Sätze von Ho'oponopono zu deinem höchsten Selbst und jedes Mal wieder und wieder, du willst gar nicht wissen, wie oft ich schon Ho'oponopono gemacht habe in meinem Leben, ja. Also das ist auch vollkommen normal und das ist auch so wichtig, anstatt dann sich selber irgendwie runterzumachen, zu sagen, oh, jetzt funktioniert es wieder nicht und jetzt habe ich irgendwie immer noch nicht vollkommen vergeben und so, zu sagen, okay, cool, ist ja spannend, ist ja interessant, offensichtlich gibt es da noch was, gibt es da noch eine Verbindung, gibt es da noch irgendwie etwas, was gecuttet werden darf, im positiven Sinne, was losgelassen werden darf. Und manchmal gibt es auch unterschiedliche Dinge, die, wie du vergeben kannst. Du kannst zum Beispiel auch das Ganze mal auf einen Brief schreiben und diesen Brief dann verbrennen oder vergraben. Du kannst Steine irgendwo in Wasser werfen und dabei einfach das
wegwerfen, was du gerne vergeben möchtest. Du kannst eine Gehmeditation zur Vergebung machen. Das gibt es zum Beispiel auch bei in Ho'oponopono, in Löwenherz, eine Meditation, eine Gehmeditation zur Vergebung, was auch super schön ist und total hilft. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Und vielleicht kannst du da auch eher so spielerisch sein und gucken, okay, was ist für dich so das Tool, was am stärksten ist. Du kannst eine Familienaufstellung machen, was wie gesagt für mich auch total den Unterschied in meinem Leben gemacht hat, weil ja, ich durch diese Familienaufstellung wirklich auch nochmal ganz viel zurückgeben konnte, was nichts mit mir zu tun hatte. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Okay. Ihr seid alle so toll. Okay. Oh, das ist eine gute Frage. Victoria fragt, ich habe das Gefühl, als würde ich einen Teil meiner Identität durch Vergebung verlieren. Was tun? Achso, kann ich Victoria jetzt nicht hier auch. Oh Mann, ich dachte, ich könnte dich. Bist du da, Victoria? Bist du da, Victoria? Dann hole ich dich mal live rein, wenn du möchtest. Ich gucke mal kurz. Vielleicht hast du mir auch schon eine Anfrage gestellt. Kann ich dich hier suchen? Vic? Nee, ist nicht da. Schade. Okay, schade, sonst hätte ich Victoria mal reingeholt. Also, du wirst einen Anteil von dir. Ach, du bist da. Ach, na, guck mal. Okay, perfekt. Einen Moment, stopp. Wie kriege ich dich hier mit Victoria live gehen? So, na, dann gucken wir mal, ob sie kommt. Hallo. Ach, perfekt, wunderbar. Dann mache ich die Frage hier mal weg. Hi, schön dich Hallo. zu sehen. Hallo. Schön, dich zu sehen. Danke fürs Reinholen. Ja, gerne. Wie geht's dir? Ja, es ist eine spannende Zeit. Ich merke, es ist Zeit, viele Themen aufzulösen. Ich mache gerade die Rusu und bin am Tag 6 angelangt und habe mir gedacht, ich nehme gleich Löwenherz mit als Vertiefung, bevor ich Super. dann weitergehe. Das ist Also, eine gute Idee. Das ist eine ich mache gute nur Idee. Otter. Ja. Es wird Smart. Zeit. Nee, ich weiß nicht, das ist smart. Habe ich selber noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man das ja auch machen kann. Ja, und ich merke, es ist einfach Zeit, jetzt wirklich an den Themen zu arbeiten. Ich mache schon lang was, aber nie wirklich intensiv, bleibt da nicht dran, werde rückfällig, wie eben gerade auch beschrieben. Und ja. Es tut sich viel. Ich bin auch jetzt 2 Monate hier umgezogen in die Berge, ins Grüne, von Wien nach Kärnten und bin bereit, da jetzt wirklich tief reinzugehen in diese Themen und Super schön. Du hast ja in deiner Frage geschrieben, dass du das Gefühl hast in Vergebung, dass du Angst davor hast, einen Teil von dir zu verlieren oder aufzugeben. Kannst du da noch mal kurz ein bisschen Kontext für mich geben? ja, so im Speziellen ist es so, dass ich auch immer so viele Geschichten hatte, so wie du, dass ich immer danach suche, dass die mir was geben, was ich mir eigentlich selber geben möchte. Also jetzt auch gerade aktuell habe ich jemanden, wo ich dem so ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe und einfach so Verständnis entgegenbringe und merke, eigentlich will ich, dass er mir das gibt. Also so weit bin ich schon alleine gekommen und jetzt eben heute deine Geschichte hat noch ein Teilchen dazu beigetragen. Und eben diese ganzen Männergeschichten, die ich hatte, sind sehr unterhaltsam. Also meine Freundinnen sagen, schreib ein Buch, mach ein Kabarett, das ist so witzig, die lachen Tränen. Okay, es ist meine Coping-Strategie, da mit Humor umzugehen. Und ich freue mich auch, wenn ich sie unterhalten kann, weil das mache ich wirklich gern. Aber es ist halt immer wieder präsent. Ich hole es mir immer wieder her. Es macht immer wieder was mit mir. Auch wenn ich dann diesen humorvollen Layer drüber lege, es ist trotzdem, Tut's weh. ja. Und wenn ich den Männern vergebe und auch, dass ich halt das mit mir machen hab lassen, was die dann auch teilweise mich dann halt auch ausgenutzt haben, Klar. dann kann ich irgendwie diese Geschichten nicht mehr erzählen oder ja, auch
nicht mehr solche Geschichten sammeln, neue Geschichten, weil meine Freundinnen sagen dann, hey, was gibt's Neues in der Männerwelt? Hast du wieder lustige Geschichten? Super spannend. Erstmal an der Stelle tausend Dank für deine Ehrlichkeit. Und ich finde, es ist so wichtig, was du gerade sagst. Also vielen, vielen Dank für das Teilen, weil das häufig so ist, dass wir dann an etwas festhalten, was uns irgendwie was gibt, nämlich in dem Fall ja irgendwie so die Aufmerksamkeit von deinen Freundinnen und dass das auch dich besonders macht und dass du deswegen irgendwie diese Geschichten brauchst, um dann irgendwie zusätzlich die Aufmerksamkeit von deinen Freundinnen zu bekommen, was, glaube ich, auch jeder gut verstehen kann, weil jeder ist gerne diejenige, die irgendwie mit der coolen Geschichte irgendwie um die Ecke kommt. Logisch, kann ich komplett verstehen. Kannst du dir denn vorstellen, also wir machen mal kurz einen Brain-Stretch, kannst du dir vorstellen, also angenommen, du gehst jetzt wirklich in die Vergebungsarbeit, du löst den Grund auf, den Ursprungsgrund, die Wurzel quasi, warum du dir Männer suchst, mit denen es nicht funktioniert. Und stell dir vor, du triffst jetzt, du löst das auf, du heilst das für dich und du triffst jetzt den Mann. Du bist dann in deiner Mitte, du kommst in deine Selbstliebe, du bist vollständig und triffst jetzt den Mann. Kannst du dir vorstellen, dass entweder Option 1, du mit dem Mann so eine coole Beziehung hast und so geile, witzige Sachen erlebst, mit denen du deinen Freundinnen auch richtig coole Geschichten erzählen kannst, die halt sozusagen vielleicht ohne dieses Drama sind, aber trotzdem witzig und unterhaltsam. Und also ich habe zum Beispiel mehrere Freundinnen, die mir die witzigsten Sachen erzählen von sich und ihrem Partner. Das geht ja auch, ist ja auch eine Option, ne? Und das andere, was ja auch eine Option wäre, dass die Geschichten, die du so gerne sammelst, müssen ja nicht deine sein. Ja. Kannst, ich gebe dir auch meine. Ja, du kannst ja sozusagen, du kannst ja auch Geschichten, wenn du magst, von anderen sammeln, beziehungsweise ich glaube, was ja das Schöne wäre, wenn du wirklich ein Buch schreiben möchtest, was ja das Coole daran wäre, du könntest ja das Buch schreiben und gleichzeitig aber auch den Weg raus zeigen. Weil was du ja sagst, dass es gibt viele Menschen, die benutzen Humor wie eine Maske. Und die benutzen, und ein Mensch, der mir auch sehr, sehr nahe steht, aus meiner Familie, der macht das auch sehr oft. Und eigentlich ist unter der Maske ganz, ganz viel Schmerz. Und die verpacken dann ihre Geschichte in diese lustige Sache und alle lachen darüber, aber eigentlich sitzt man da unter der Maske und weint. Und was du mal herausfinden könntest, ob es nicht auch für deine Freundschaften mit deinen Mädels eine ganz neue Ebene wäre, wenn du die Maske mal abnimmst und wenn du die wahre Geschichte erzählst. Wenn du zum einen auch erzählst, was das Witzige war und dann aber auch erzählst, und weißt du was? Es bricht mir aber eigentlich gerade das Herz. Und weißt du was? Eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich heute Abend nach Hause gehe und da ist mein Mann und wir essen zusammen Spaghetti mit Tomatensauce und trinken ein Glas Wein und gehen zusammen ins Bett. Das ist das, was ich mir wirklich wünsche. Und nicht, dass ich jetzt hier Applaus bekomme von all meinen Mädchen und ich gehe nach Hause und fühle mich aber eigentlich gar nicht gut. Und ich glaube, das ist so das, wo man irgendwann mal ehrlich hinguckt, weil ich war auch so. Ich hatte nicht die Humormaske auf, ich hatte diese, ich bin Miss Obercool-Maske auf, ja, ist auch eine Möglichkeit. Aber unter dieser Maske war so viel Schmerz und da war so viel, oh, da war so viel Verletzung. Und erst als ich die abgenommen habe und erst als ich angefangen habe, ehrlich darüber zu sprechen, und ich hatte vor 3 Tagen, hatte ich mit meiner besten Freundin so ein cooles Telefonat mit Dominique und sie meinte zu mir, als sie mich kennengelernt hat, sie meinte, Laura, du warst wie so ein scheues Reh. Sie meinte, es war so witzig. Man ist mit dir auf eine Party gegangen und du warst 5 Minuten da und dann warst du einfach weg. So, sie meinte, ich konnte nie mit dir weggehen, weil ich einfach so scheu war. Menschen haben mir einfach so viel Angst gemacht und sie meinte, sie konnte nie mit mir wirklich connecten, weil ich das gar nicht zugelassen habe, weißt du, ich habe sie nie wirklich auch an mich rangelassen. Ich war immer die Coole. Und sie meinte, für sie ist es halt heute so schön, weil wir diese Nähe haben, weil wir plötzlich, weil ich diesen, ich habe die Maske abgenommen und überhaupt dadurch konnte diese Freundschaft dahin kommen, wo sie heute ist. Und heute sind wir
Seelenschwestern, weil wir eben auf einer ganz anderen Ebene miteinander verbunden sind, weil ich es zugelassen habe. Und das ist vielleicht das, was ich dir so ein bisschen damit auf den Weg geben kann, da dir vorzustellen, dass du in Wahrheit gar nichts verlierst, wenn du vergibst, sondern dass der Anteil, den du glaubst, den du verlierst, sich transformieren darf in etwas viel, viel Größeres, was in dir ist. Und vielleicht etwas viel, viel Heilsameres. Und weißt du, wenn du so, ich kann mir vorstellen, wie witzig du bist und wie humorvoll du bist, aber wie geil wäre es, wenn du das sein kannst, ohne den Schmerz? Absolut. Also als ich das Video von dir und Paul gesehen habe, wo er dir die Haare schneidet, macht das. Eigentlich so kann es auch sein. Man, ja. So kann es auch gehen in der Beziehung. Genau. Aber erzähl, sag ruhig, ja. Ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Eine Frage habe ich schon noch, vielleicht interessiert das auch andere noch. Du hast Paul dann ein zweites Mal kennengelernt und wann hast du da erzählt von deiner Vergangenheit und wie viel und ja, in welchen Dosen? Also, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, glaube ich, wie ich es gemacht habe. Ich habe ihm alles erzählt am Anfang. Weil ich wirklich am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, da ging es mir noch nicht gut. Also da war ich noch voll selber in meinem Heilungsprozess und da ging es mir noch nicht gut. Und ich glaube, ich habe die ersten 5 Dates, ich habe einfach nur geheult. Und er saß da immer einfach nur und dachte sich so, oh Gott, was ist mit der los? Zum Glück war er richtig in mich verliebt, ansonsten hätte er, glaube ich, das Weite gesucht. Aber ja, ich war damals sehr ehrlich. Ich war sehr, sehr ehrlich und hab ihm auch gesagt, ja, was gerade bei mir los ist und woher ich gerade komme und so weiter. Und ja, aber er hat es einfach gehalten. Also er hat mich halt sein lassen, so wie ich damals war. Und das war auch extrem. Und das war für mich halt das Krasse, weil, und deswegen glaube ich, ist er für mich auch the one quasi, weil er der Einzige war, wo ich es anders gemacht habe. Wo ich eben überhaupt nicht versucht habe, jemand zu sein, der ich nicht bin, sondern ich war so komplett ich. Ich war so, ich habe einfach geheult, ich habe einfach gesagt, mir geht's beschissen. Irgendwie ist gerade alles in meinem Leben komplett durcheinander und ich komme aus einer fürchterlichen Beziehung gerade und keine Ahnung, weiß nicht, wer ich bin. Und er saß einfach und hat mir zugehört und hat gesagt, möchtest du ein Glas Wein? Und hat gewartet, bis ich mich klar bekommen habe. So. Ja. 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 Und ich glaube halt, das ist am Ende eine Form von Liebe. Und da habe ich in der letzten Zeit auch so viel drüber nachgedacht. Weißt du, dass wir häufig irgendwie denken, Liebe ist so dieses, natürlich ist es auch irgendwie dieses Romantische und Zusammensein und so weiter. Absolut. Aber ich glaube, zu Liebe gehört eben auch, den Space zu halten, den Raum zu halten für den anderen, heilen zu dürfen und ihn eben nicht abzuwerten oder nicht irgendwie Angst davor zu haben, dass der oder die andere da gerade steht, sondern das einfach nur den Raum zu halten, einfach nur zu sagen, do whatever you gotta do right now, do it, heal, whatever, wein, es ist egal, I'm there, ich bin einfach da und ich guck dir zu, weißt du, so im Sinne von, ich achte auf dich, während du da gerade durchgehst und ich sage mal so, man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Ja? Also ich glaube, es muss auch eine Balance geben. Man sollte jetzt nicht die komplette Beziehung irgendwie dafür ausnutzen, dass der andere einem die ganze Zeit den Raum halten sollte. Das auf gar keinen Fall. Das muss in der Balance sein. Aber dieser Raum muss da sein, in einer gesunden Beziehung, finde ich, da sein zu dürfen. Und ja, I see you. Genau, darum geht's. I see you, da, wo du gerade bist. Und das ist okay. Und ja. Absolut. Was denkst du, was nimmst du für dich daraus gerade mit? Also was kannst du für dich, wie kannst du dir selbst da irgendwie anders begegnen in deiner eigenen Entwicklung? Ja, ich habe schon überlegt, eben meine Geschichten nicht mehr zu meinen Geschichten zu machen, aber das funktioniert nicht. Es ist trotzdem immer wieder ein Schmerz. Und ich bin da, glaube ich, auch schon auf Schiene. Mhm. Also ich habe erste Woche von der Huso abgeschlossen. Habe auch schon früher mal angefangen, aber jetzt am Stück 5 Tage gemacht. Heute Tag 6.
Und das, was du jetzt gesagt hast, hat einfach auch das schon bestätigt, was ich von so sich anbahnen gespürt habe. Und ja, also ich kenne halt von meinen Freundinnen jetzt nicht so die Paarbeziehungen, wo ich jetzt tauschen wollen würde, unbedingt um jeden Preis. Okay, bei einer vielleicht, die sind auch witzig miteinander. Aber es stimmt schon. Also ich möchte auch eine humorvolle Beziehung haben. Und das ist einfach etwas, was mich ausmacht, auch mit Humor. Einfach, das ist meine Coping-Strategie und die möchte ich auch behalten. Und nicht nur als Coping-Strategie, sondern einfach auch in der Beziehung so. Und da werde ich auch sicher lustige Geschichten generieren, auf jeden Fall, ja. Ja, also es ist einfach so ein Gefühl, dass ich jetzt habe, das eh bestätigt wurde durch das und durch auch jetzt das, was du vorher schon gesagt hast bei den anderen Fragen. Also ich glaube, es tut sich wirklich was fundamental. Und dieses Jahr ist wirklich, glaube ich, auch eine Chance, eben zu uns zurückzukehren in dieser Stille und in dieser Entschleunigung. Und Ja. wenn alle das machen, dann kann sich's wirklich groß transformieren. Und da sehe ich auch schon die Verantwortung bei mir, da wirklich auch dran zu bleiben dieses Jahr und ernst zu machen. Ja. Ja. So schön. Ja. So schön. Und ich glaube, was, also um zu deiner Ausgangsfrage nochmal zurückzugehen, so diese Angst davor, einen Teil von dir zu verlieren, wenn du sozusagen in die Vergebung gehst. Ich glaube, es ist gut, sozusagen diesen Teil zu verlieren, im Sinne von ihn zu transformieren und zu heilen und loszulassen und ihn wachsen zu lassen in etwas, was dir wirklich gut tut. Und dann kannst du trotzdem die witzigen Geschichten erzählen und all das machen und mit deinem Humor sein und immer die im Freundeskreis zu bleiben, die die witzigste und coolste Geschichte irgendwie rausholt. Und du kannst Ja. trotzdem nach Hause gehen und da den Mann haben, den du liebst. Und der mich liebt, vor Und der allem mich. dich liebt, vor allem. Ja. Ja, cool. Schön, schick mir ein Foto, wenn du ihn gefunden hast. Dann Jetzt warst mach du das einmal weg. ganz kurz weg. Ich meinte, schick mir ein Foto, wenn du ihn gefunden hast. Ich werde auf jeden Fall bekannt geben, wenn ich ihn Super, gefunden habe. schön. Danke, Fühl Laura. dich ganz doll umarmt, lass es dir gut gehen und mach weiter, so ganz viel Freude mit der Rusu, genieß es einfach, lass dir Zeit und Ja. es kommt, wenn man am wenigsten damit rechnet. In dem Moment, wenn du das in deiner inneren Welt umstellst, dann führt da eh kein Weg dran vorbei. Absolut. Ja, Danke. Schönen gerne. Abend. Pass auf dich auf. Alles Liebe zu dir. Bye bye. Ciao. Tschüss. Mega schön. So schön, ihr Lieben. Gut, ich glaube, jetzt haben wir hier jede Menge Fragen beantwortet. Und vielen, vielen Dank für alle, die dabei gewesen sind. Schreibt mir gerne einmal auch in den Chat, was für dich die wertvollste Erkenntnis war von heute, von unserer Q&A-Session. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Ich habe gestern Abend ganz lange mich noch hingesetzt und alle Kommentare durchgelesen, die schon im ersten Modul stehen. Und das hat mich einfach so glücklich gemacht und so berührt. Und ja, einfach danke an alle, die auch dabei sind, dass wir da gemeinsam auf diese Reise gehen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen. Ich stelle das Video jetzt auch live auf meinem Account. Das heißt, du kannst es dir gerne auch nochmal von vorne angucken. Und ja, einfach danke an der Stelle auch für diese wunderschöne Community hier. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Menschen, die dabei ist, der dabei ist. Und es ist einfach so schön hier für diesen Austausch, den wir haben und dass wir gemeinsam wachsen können und loslassen können und dabei so viel Spaß haben können. Und es ist einfach richtig schön. Also ich hoffe, es geht dir gut. Achte auf dich, pass auf dich auf und vielleicht sehen wir uns im Löwenherz. Ich würde mich freuen. Fühl dich umarmt. Bis ganz bald. Deine Laura. Und ach ja, genau, für alle Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet werden, ich werde in den nächsten Tagen immer mal wieder nochmal live kommen und auch in meiner Story einfach noch Fragen beantworten. Und genau, also bye bye, gute Nacht, tschüss.